Eine Stadt, zwei Berge, ein Sieger. Es war eine gelungene Premiere für den neuen Götzner Trail beim Finale des Raiffeisen Club Downhill Cup Innsbruck 2016. Nach dem ersten Rennen des Cups im Juli auf dem Nordketten Single Trail stand am 1. Oktoberwochenende der neu errichtete Götzner Trail, ganz im Zeichen des Gravity Mountainbike Sports. Bei perfekten Streckenbedingungen wurde in spektakulären Läufen gegen die Stoppuhr und die starke Konkurrenz gefahren. Ja, voll geil. Die Strecke war richtig warm, weil einfach der Boden so richtig geil war einfach. Total flowig, aber auch technisch. Vor allem auch das obere Stück, also es ist richtig schön flowig. Und derjenige, der das gebaut hat, hat auf jeden Fall einen guten Plan gehabt. Auf rund 4,5 Kilometer Gesamtlänge führt die großteils naturbelassene Strecke von der Bergstation Friemesköpfel bis hinunter zur Talstation der Nockspitzbahn. Rund 80 Fahrerinnen und Fahrer, hauptsächlich aus Österreich, Deutschland und Italien, standen am Start. Darunter auch die Local Heroes der Innsbrucker Downhill-Szene. Mit einem perfekten Run entschied Fabio Wiedmer nicht nur den Tagessieg für sich, sondern kürte sich auf dem erst kürzlich eröffneten Götzner Trail auch zum Gesamtsieger des Cups. Als schnellste Fahrerin des Tages behauptete sich Österreichs Nachwuchs-Downhillerin Valentina Höll. Im Training war es ein bisschen komisch, weil ich mich nicht so fit gefühlt auf der Strecke. Aber das Rennen war dann echt gut. Ich habe mich voll wohl gefühlt und ja, war gut. Man ist irgendwie ein Teil von der Szene und ist da mit dem Ganzen groß geworden. Ist natürlich super, wenn man dann auch gut fahren kann. Nach der erfolgreichen Feuertaufe im Rahmen des DCI wird der Götzner Trail im nächsten Jahr noch weiter ausgebaut und dann Teil der Infrastruktur des Crankworx Bike Festivals, das 2017 seine Österreich-Premiere in Innsbruck feiert. Der erste Eindruck war total super, sowohl von der Strecke als auch von den Fahrern. Ich habe es von ein paar verschiedenen Punkten aus gesehen und es war echt spektakulär. Ich glaube, es ist rundum eine sehr gelungene Veranstaltung. Tolle Teilnehmer, tolle Organisation. Heute weiß ich, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben und dass das, was wir uns am Park da angetan haben, absolut von Erfolg gekrönt ist und dass wir hundertprozentig auf das richtige Pferd setzen.